Für abgehobene günstige FIFA-Coins, check meinen neuen Sponsor. Link in der Beschreibung. Moin, moin meine aktiven Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Runde FIFA gegen den Barca. Sag mal hallo Barca. Jo, was geht ab Leute? Barca ist auch am Start. Sorry, falls die Audioqualität ein wenig schlechter ist als gewohnt, aber wir nehmen über Teamspeak auf. Wir haben es nämlich schon mitten in der Nacht und hatten jetzt keinen Bock hier großartig noch rumzupimmeln. Wir wollten einfach eine Runde zocken und wir machen Buy First Guy. Das heißt, der Erste, der auf dem Transfermarkt ist, wird auch gekauft. Wir haben uns gedacht, wir machen das mit Silberspielern und der Nationalität Englisch. Das heißt, dass wir eine gute Chemie haben. Barca sein Team sehen wir gleich in alter Frische, wenn das Spiel startet. Und ich suche mir jetzt mal die Spieler raus mit dem Barca zusammen. Redmond mit 87 Pace. Das sieht gar nicht mal so schlecht aus. 4 Sterne. Cresswell, noch nie gehört. Scheiß drauf, kaufen wir einfach. Bam. Zack, Innenverteidiger, let's go. Kommt hier irgendwas Geiles? Ah, Morrison, alles klar. Hoffentlich haben wir da einen guten. Komm schon, Baby. 1, 2, 3. Nein, 66er Torwart. Der sieht ein bisschen aus wie der Elotrix, aka Ziegentrix. Tschüss, ich habe voll den guten Rechtsstürmer. So, zack. Auch noch nie gehört. Rauf damit, zack. Und den RF. Zack! Schon wieder ein Team of the Season in der Verteidigung. Du laberst scheiße! Doch, Digga! Red Bertrand als Linksverteidiger. Komm schon, wir brauchen jetzt auch mal ein Team of the Season oder Inform Ergent was. Komm schon. Komm. Oh nee, Digga, Aileen Henderson. Oh, Aileen. Ich bin auch wieder eins vorbei am Team of the Season. Komm, jetzt aber einen knackigen RS. Komm schon. Oh, aber der hat gutes Tempo und einen guten Schuss für einen Silberspieler. Oh, der kostet aber auch knackig. Lieg aus Ultimate Team Scheiße, raus. Scheiße, den haben wir schon. So, dann ich suche mir jetzt noch einen Stürmer. Gerade rausgeflogen. Komm, gib mir was Feines. Gib mir was Feines, komm schon. Ah, der Bent. Oh, da müssen wir direkt zuschlagen schnell. Zack. So, und ich suche mir jetzt noch einen Innenverteidiger. Ein ZM erstmal, komm. Komm schon. Oh yeah, ein Inform, Digga. Cleverly. Der sieht nice. Sieht ganz nice aus. Oh, der kostet 90.000. Oh, und es leckt schon wieder. Meine Fresse, was ist denn das? Ein noch in der Innenverteidigung. Komm. Der Davis mit 67 Tempo. 38 Pass, 24 Schuss. Läuft bei ihm. So, das sieht doch ganz knackig aus. So, ihr Schlängel, jetzt geht's los. Hier, Partie gegen Barca. Scheint auf jeden Fall einen stärkeren Angriff zu haben. Mhm. Ja, ich würde sagen, was so sind das für Schwuchteltrikots? Das Pinke passt doch zu dir. So, schauen wir uns mal Barca seiner Mannschaft an. Ja. Du hast gar nicht synchronisiert, ne? Oh. Zwei Team of the Season Spieler. Was bedeutet die schwarze Karte eigentlich? Das ist ein Inform, Digga. Das letzte Spiel haben wir gegen Barca gewonnen. Aber er hat ein bisschen bessere Mannschaft, Silbermannschaft hat er. Mal gucken, vielleicht schießt er ja wieder so ein Tor gegen mich, Alter. Nach dem Anstoß. Ja, mit dem Silberspieler wäre das eher sehr, sehr schwer. Oh. Armageddon Grätsche. Zack. Nein. Nee. Komm schon, gib die Pille her. Woll. Und wir schießen einfach mal. Oh, da hält er. Oh, da geht rein. Danke, oh, danke. Was war das? Gib die Schafe, verpiss dich. Oh nein. Direkt in den Winkel. Jawoll. Nee, mein Torwart. Am Anfang. Oh, oh. Digga! Oh! Ey, Monte, ich hätte das Video jetzt schon beendet. Ich schwör bei Gott, das zweite Mal hätte ich mir wirklich nicht mehr angetan. Ah, das spielt so gut hinten raus. Digga. Komm schon jetzt. Lauf da unten. Oh nein! Na! Komm schon! Nicht zum Schuss kommen lassen, Flanke. Momo. Oh, Flanke. Weg! Mann! Zieh! Oh! Komm, in Ecken sind wir stark, Freunde. Dann machen wir jetzt ein Kopfballtor. Komm schon. Weg! Oh, fast! Besser als der Titan. Komm, noch ein. Wir bringen noch einen so gefährlich. Weg! Mann, ey, yes! Oh, da ist jetzt ein bisschen Platz da. Komm, wir versuchen es über außen. Der ist schnell. Wie schnell ist der? Der ist schnell, ja, der ist schnell, der hat 93 Tempo. Bring die gute Flanke! Joa! Digga, das gibt's einfach nicht! Komm, ich probier's mal mit der Taktik. Torwart raus! Nein! Ja!
Die legendären Ecken bei Monte. Die hab ich drauf. Du hast immer die Ecken so richtig kurz gespielt, dass ich dachte, ich krieg den Ball easy mit dem Torwart. Ja, einfach den Ball ins Tor. So, alles eins hier. Alles wieder offen. Ich hatte noch die Hoffnung, dass mein Spiel nicht so, wir machen noch das 2-1 vor der Halbzeit. Damit wir mit einem guten Gefühl reingehen können. Wie lang läuft die erste Halbzeit? Pfeif abschieben! Ja! Oh oh. Komm! Bitte nicht! Nein, nein, nein! Ja! Mit Ansage! Ey, fuck! Mit Ansage! Digga, wieso pfeift der dich ab, Mann? Man bietet sich keiner an. Hallo! Hier ist ein Doppelpass. Hallo! Jawohl! Scheiße! Piss dich, Barca! Flanke! Verpiss dich, nein! Ja. Digga, achte bitte, wir gucken uns die Wiederholung an. Achte da drauf, wie groß mein Verteidiger ist. Und dein, frei. Dein Stürmer. Bam. Der hat nichts gemacht. War der perfekt gespielt? Der war gut gespielt! Wie er ihn auf Trocken reinhaut. Einfach auf Trocken in den Winkel. Mann, man kann es nicht mal skippen, Alter. Ja, du kotzt, das nervt übelst. So, jetzt. So, wir müssen einen Totalangriff machen. Alles oder nichts. Alter, was, Digga, was war das? Was war das? Mit ihm, Alter, weg. Nein, bloß kein Elfmeter. Ey, was war das? Was macht ihr denn? Gib die Pille! Aus, Digga. Ja, das war's. Das Spiel ist gelaufen. Letzte. Und er ist so frei. Er ist freier als... Komm, Freunde. Nicht, bloß nicht, bloß nicht. Ey, Digga, das wollte ich nicht mal. Er pfeift ab. Läuft ab, jawohl, 3-2, Sieg. Lade niemals hoch. Als Maul, Monte. Werde ich nie hochladen auf meinen Channel. Als Maul, Monte, Mann. Rematch findet ihr auf seinem Kanal, auf seinem FIFA-Kanal, das ist Clown. Ich würde meinerseits sagen, wiederschauen und reingauen. Und Barca, sag auch nochmal tschüss, wie ein Dulli. Wie ein Dulli, wie sagt ein Dulli, tschüss. Tschüss.